Herzlich willkommen zurück. Verhörraum, aber die hatten noch durch. Wir sind Mr. Sherlock Holmes. Mr. Sherlock Holmes? Die Untersuchung fortsetzen. Genau! Sind im Fall des Doppelmordes unterwegs und hatten das letzte Mal den guten Chapman verhört. Wir sitzen da hinten eigentlich noch drin. Aber sind noch nicht davon überzeugt, dass er tatsächlich der Mörder ist. So, das hat man aber an sich doch schon am Fenster gesehen. Hier hat man einen Schlüssel. Kommen wir mit Sicherheit ins eine Haus. Kommen wir in das eine Haus rein? Genau. Das hatten wir doch aber auch schon gelesen. Ja, als wir angestellt. Ja. Dann machen wir uns noch einmal in Halbmondstraße. Watson, du bleibst diesmal in der Kutsche. So, es ist immer noch dunkel. Hier ist immer noch Watson. Und wir wollten doch mal schauen. Was passiert jetzt? Eine Katze? What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Okay, das war eine nette Begrüßung. Wo stehen wir denn jetzt hier? Genau, wir stehen hier oben rum. Und wollten eigentlich mal schauen, ach, das ist ja hier im Dunkeln, ob wir mit dem Schlüssel, den wir gefunden haben, und damit in die falsche Richtung gehen. Ne, da war doch, ja, die sind grün. Ob wir damit eventuellerweise hier in eins der Häuser reinkommen? Denn da ist Licht. Und hier ist der Spiegel, der uns etwas doch verdächtig vorkommt. Locked. 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 Schlüssel hilft uns im Moment absolut nichts. Locked. Ja. Tab können wir nicht. Können wir keinen Tab. Können wir kein Tab an den Beweise da. Metallener Schlüssel. Warum das B jetzt immer auf ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, er wird uns ja auch nicht viel helfen können, oder? Hey. Doch, jetzt können wir mit ihm reden. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Tallinner Schlüssel. Was sagt uns denn? Ja, da müssten wir dann mal mit ihm da oben sprechen. Ich will das hier so nicht. Fantasien haben doppelpersönliches Motiv. Die Beweislast
Das wäre ja schon eher Doppelmord. Dann geht's nicht. Weil diese an verschiedenen Punkten. Dann passt's wieder. Doppelmord. So, was hat man denn hier unten noch? Genau, das waren die widersprüchlichen Aussagen. Was machen die Hinweise? Aber die beiden passen nicht zusammen. Hey, gehen wir mal zurück. Gleichzeitige Schiss. Widersprüchliche Aussagen. Ja, das ist irgendwie diesmal ganz schön knackig. Aber da werden wir uns nochmal mit dem guten Turner unterhalten müssen. So, mein lieber Mann. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Ja. Können wir nicht machen. Obwohl das B weg ist. Ja, aber was... Hier können wir, haben wir ja nirgendwo Auswahl. Das sind ja alles Einzel. Das sind ja nur alles Einzelne. Nein, das will ich. Aber was kann ich jetzt ansetzen? Wo geht's weiter? Der redet nicht mit uns. Sausack! Was haben wir mit dem Metallschlüssel? Feuerstelle kommt da unter. Ah. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Hier noch. Verbrannte Seite. Ah. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. The paper. Ja, ja. Da noch irgendwas hinten. These words are illegible. Mm-hmm. The papers were thrown into the fire just a short while ago. F. Aus dem Bett. Kaputten Stock abschneiden. So. Direkt aus dem Bett. Ein. Den Stock. Zwei. Zwei. Schneid Papier mit einem Messer. Geht zu leicht. Geht zu leicht. Nimmt etwa. Schneidet Papier mit dem Messer. Wirft etwas ins Feuer. Ja.
So sehe ich das. So. Nee, er hat erst im Fenster hat er noch geschaut, oder? Haben wir das? Eins falsch! Ja, da war es der Stock gebrochen. So, geht er wieder hoch? Irgendwas kaputt? Geht da? No, it didn't happen this way. Ja, also da. Erst steigt er auf dem Bett ein. So. Dann. Öffnet das Fenster 2. Das hier? 3. Vier. It didn't happen this way. Wie soll das sonst funktionieren? Er ist aufgestanden. Steigt aus dem Bett. Nimmt den Stock. Ja, dann ist er doch. Ach, da habe ich noch eins vergessen. Ja, okay. Also. Steigt aus dem Bett. Öffnet das Fenster. Geht zur Leiche. Legt den kaputten Stock ab. Nimmt etwa? 5, 6.
So, das müsste aber jetzt richtig sein. So, Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what ja, did he find? Voll. Aber I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Well now, what a find! A precious jewel concealed inside a book. Aha. A bracelet with a unique ram's head design, a distinctive feature of ancient Grecian Langsam artifacts, probably of the Hellenistic era. So, mein lieber Freund, du hast zumindest mal die Leichen bestohlen. So, möglicherweise kam es in der HFM-Suite zwischen Kenneth Butler und zu einem Schusswechsel. Stellen Sie den Schusswechsel nach. Kann ich mit dir nochmal sprechen, Freund? So. Weißt du, hast deinen Salär etwas aufgebessert? Als Ex-Soldat gibt's nicht viel, aber so. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. I highly doubt that, Mr. Turner. Yeah, I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Nicht ganz, der antike Armreif. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then, and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window. But you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler. And when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal, I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Ja, Informationen über den Armreif finden. Gut, ich glaube mal, hier haben wir jetzt erst einmal das abgeschlossen, konnten ihm nachweisen, dass er wohl doch nicht Chapman gesehen hat, wie der geschossen hat, sondern hier hatten wir doch schon alles, oder? Ist ja auch grün, Kopf, ja, Kopfwunde. Ja. Sagt hier noch irgendwas aus? Nee, die sind doch grün.
irgendwas übersehen? Nee, sehe ich nicht so. Ah, wir können aber das F anmachen. So. Er hat möglicherweise zweimal geschossen. Schützenhaus. Dann wäre das da oben in der Wand. Aber da komme ich nicht ran. Wand untersuchen. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Ja. Gegenstand benötigt. Gegenstand benötigt. Und zwar ist das doch hier vorne. Steht doch diese hutzelige Ding. Den da kann ich nehmen. This should be useful. Ja. Könnte es auch sein? Denn dann können wir jetzt einmal schauen, ob wir einen Einschuss da oben haben. Nothing interesting here. So. Nothing interesting here. Doch nicht. Schützen auswählen, dann hätten wir den. Jetzt müssten wir den. Gut. Dann hätten wir jetzt hier oben noch was? Wo ist das verdammte Einschussloch des Projektils? Da. This is most definitely a bullet hole. Ja. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Okay. Das ist abgeschlossen. Was kann man denn jetzt noch bei B sagen? Dritter Schuss. Das passt. So. Laut James Aussage, die verschwundenen Mann mit dem Jacket im Halfmondspiel erscheint jetzt nachvollziehbar. Drei Schüsse am Tatort beweisen, dass es eine zweite Waffe geben muss, die auch fehlt. Ja. Genau. Aber... ja, das hatten wir. Gleichzeitige Schüsse. Hier können wir jetzt nichts machen mehr. Das geht. So. Schusswechsel. Hennis Butler und Brian McCondy sind beim Schusswechsel ums Leben gekommen. Sie hatten beide einen Revolver. Eine in der Wand konnte nicht gefunden werden. Hennis sind der Opfer der von einem Einzelnen. Ich würde sagen, das ist das Richtige. Nee, dann geht es nicht. Was haben wir hier? Nee, die haben so. Aufeinander. Aber eins fehlt uns noch. Was fehlt uns noch? Es muss noch mit dem Spiegel da hinten eine Besonderheit haben. Mit dem Spiegel. Da ist der Punkt. Der macht ja sonst keinen Sinn, wenn der da nichts irgendwie... Aber es sind schon wieder 25 Minuten rum. Mensch, Leute, die Zeit vergeht. Da machen wir uns das nächste Mal einen großen Kopf drum. Aber ich bin mir ganz sicher,
dass da oben des Rätsels Lösung ist. Und irgendwozu brauchen wir auch diesen verfickten Schlüssel. Hmm. This mirror is turned towards Half Moon Street. Irgendwozu brauchen wir auch den Schlüssel. Aber das klären wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, euch auch in den kommenden Folgen hier wiederzusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Bye bye und ciao. Ja, da hat wohl letztendlich die Gier über die Ehre gesiegt. Der alte Soldat wollte noch mal ein paar Münzen einstreichen, um es sich etwas besser zu machen. Aber so konnten wir dann immerhin, dass er tatsächlich unten bei den Leichen war und nicht sehen konnte, ob Chapman tatsächlich der Mörder war. Und zusätzlich konnten wir auch rekonstruieren, dass zwei, sondern drei Schüsse abgegeben worden sind. Und die Kugel des dritten Schusses haben wir auch entsprechend dort gefunden. Jetzt fehlt an sich nur noch, zu braucht der eine Tote den Schlüssel und welche Bedeutung hat der Spiegel, der dort in der Straße steht. Aber das werden wir in der nächsten Folge hier auf dem Kanal dann aufklären. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.